So, einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe 9b. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde Doppelstunde Deutsch. Und diesem hier, Jugend ohne Gott von Ödün von Horvath. Damit sind wir ja beschäftigt. Kurze Wiederholung, was haben wir gemacht? Wir haben uns letztes Mal mit der Frage beschäftigt, welchen Ausdruck findet dieser neue Zeitgeist in verschiedenen Bereichen. Dieser neue Zeitgeist, den der Lehrer, die Hauptperson dieses Romans, dem der so kritisch und ablehnend gegenübersteht. Welchen Ausdruck findet der in Ausbildung und Schule, in Freizeit, in Politik, in Familie und in Medien? Das werden wir jetzt alles nicht einzeln wiederholen, das ist ja klar. Deutlich wurde, hoffe ich, dieser neue Zeitgeist, das war so mein Fazit letztes Mal, ne? Dieser Zeitgeist hat ein Ziel, nämlich Vereinheitlichung, Gleichmachen und Gehorsam. Und damit natürlich, Vereinheitlichung und Gleichmachen heißt natürlich andererseits, alles was anders ist, soll unterdrückt werden. Und das Ziel dieser ganzen Ausbildung letztlich, die ist ja in Ausbildung und Schule, setzt sich das ja auch durch, ne, ist Kriegsbereitschaft herzustellen und dafür zu sorgen, dass die Schüler, im Grunde jeder, das hat, was für einen Krieger gut ist, nämlich fehlende Empathie, emotionale Kälte. Na? Funktionalistisch gesehen, jeder soll funktionieren als Soldat, gerade im Hinblick auf die Jugend hier, die erzogen werden sollen, zu Kriegern, zur Kriegsbereitschaft. Und ich glaube, das ist deutlich geworden, das hat natürlich den historischen Hintergrund, den wir zurzeit uns ja in Geschichte anschauen, nämlich die Zeit, die Phase, in der das Buch ja auch spielt, das Dritte Reich. Jetzt wiederhole ich hier kurz noch ein paar Dinge, die wir in Geschichte ohnehin gemacht haben, aber ich glaube, das schadet auch nicht. Zum einen, den Begriff der Gleichschaltung kennt ihr aus der Geschichte. Das heißt, die Aufsichtsbehörden, die uns hier begegnen, und sie begegnen uns oft, Klammer auf, ne, sie begegnen uns oft. Der Lehrer sitzt da beim Korrigieren und hat immer schon im Grunde die Schere im Kopf, hat immer schon den Gedanken im Kopf, wurde das nicht so und so und so und so und so verkündet. Die Schüler haben das im Kopf, ne, was von oben vorgegeben wird. Und wenn der Lehrer davon abweicht, schreiben sie das auf, kontrollieren das, verpetzen ihn. Der Direktor, erinnert euch an ihn, ne? Hat das im Kopf. Das Erste, was er sagt dem Lehrer nach diesem Bäckergespräch, ist ja, ich verstehe das schon und ich bin da irgendwie auf Ihrer Seite, aber die Aufsichtsbehörden sagen das ja. Also ich habe eine ganz straffe staatliche Lenkung der Schulen und eine Erziehung der Schüler im Sinne des Führers. Ihr werdet euch nachher noch im Film dazu anschauen. Ne? Gleichschaltung. Ne? Gleichschaltung haben wir gesehen in Geschichte, ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Also der Versuch, der auch gelingt tatsächlich, das gesamte öffentliche Leben gleichzuschalten, in dem Sinne, dass überall die Vorgaben der politischen Führung, dass die Vorgaben Hitlers und seiner Leute durchgesetzt werden. Und zwar in jedem Bereich. Im Theater nur noch das zu sehen ist, was vorgegeben ist. Im Kino nur noch das zu sehen ist, was vorgegeben wird. Von ganz oben, von den obersten Behörden des Reiches bis ganz runter, bis vor Ort, bis nach Erding und in jede Gemeinde, das umgesetzt wird, das vorgegeben wird, in jeder Schule und so weiter, in jeder Universität und so weiter und so weiter. Das begegnet uns hier schon von den ersten Seiten an. Ich habe ständig eine Aufsichtsbehörde im Hintergrund, die entweder durch direkte Verordnungen das weitergibt oder durchs Radio. Denk nochmal an den wahnsinnigen Satz des Lehrers, der beim Korrigieren sitzt und was anstreichen will, was Quatsch ist. Und sich kurz überlegt, oh, hat das nicht neulich jemand im Radio verkündet? Denn wenn es jemand verkündet hat, kann ich es eigentlich nicht anstreichen, weil es eben vorgegeben ist, egal wie blödsinnig es ist. Da ging es um diesen Begriff mit den Negern. Ne? Zweitens, damit diese staatliche Lenkung gut funktioniert, kann ich natürlich, bemüht sich des Nationalsozialismus, die Schulen komplett unter seine Gewalt zu bringen. Und das geht relativ leicht, denn das sind ja staatliche Einrichtungen. Aber die Schüler, die Jugendlichen sollen ja auch in ihrer Freizeit oder dem, was da noch über ist,
abgefangen werden. Ne? Ja, möglichst nicht den Eltern überlassen werden, sondern am besten von morgens aufstehen bis abends wieder ins Bett gehen, irgendwie unter staatlicher Kontrolle sein. Jugendorganisationen wie die Hitlerjugend haben uns in Geschichte angeschaut, da brauche ich jetzt nicht groß drauf zurückgreifen. Wer sich da nicht mehr daran erinnert, schaut das Video zur Hitlerjugend und zum BDM. Und wir haben dort gesehen, na, am Anfang ist es noch halb freiwillig, 1933, 34, 35 wird schon massiv Druck gemacht, dass die Jugendlichen dort teilnehmen und kurze Zeit später ist es dann Pflicht, dort teilzunehmen. Also die Jugendlichen sind nicht nur in der Schule unter der ständigen Lenkung von oben, sondern auch in ihrer Freizeit Pflichtteilnahme, auch an den Wochenenden. Und hier, na, wann machen die hier ihr Zeltlager? In den Osterferien, na, also in der Zeit, wo man nun eigentlich Ferien frei hätte, so richtig, wird noch ein Zeltlager gemacht, in dem es nur wieder darum geht, die Jugendlichen zu diesem militärischen Drill zu verpflichten, die Lenkung des Staates durchzusetzen. Drittens, und das ist jetzt schon klar geworden, na, der Plan dahinter ist natürlich, wie gesehen, na, aus diesen Jungen Soldaten zu machen. Ihr kennt das Zitat, ich glaube, in der Geschichtsschule habe ich es schon erwähnt, na, die Jugend sollte sein, flink wie ein Windhund, zäh wie Leder und hart wie Stahl, wie Krupp Stahl, Stahl der Firma Krupp. Soldaten. Die Jugendlichen sollen zu Soldaten erzogen werden. Das ist das letztliche Ziel. Und auch da der Verweis auf Geschichte. Na, ihr habt gesehen bisher, in der Wirtschaft zum Beispiel ist der Krieg von vornherein von den Nationalsozialisten eingeplant in der Wirtschaftspolitik. In der Außenpolitik ist er von vornherein eingeplant. Der Krieg ist nicht etwas, was aus Versehen passiert oder sich so ergibt, sondern er ist von Anfang an Teil der nationalsozialistischen Planung. An der Stelle haltet ihr mal bitte an dieses Video, beziehungsweise switcht zu einem anderen, Kindheit und Jugend im Dritten Reich. Hier habt ihr den Link, ungefähr 35, 40 Minuten, also eine relativ lange Sache. Schaut euch das bitte an, na, die heutige Stunde besteht ein Großteil daraus. Schaut euch das bitte mal an. Wie funktioniert diese Lenkung? Das wird dort schön deutlich und durch Bilder deutlicher gezeigt, dass ich das hier könnte. Haltet das Video an und nachher bin ich wieder da. So, ja, im Grunde gibt es kaum was dazu zu sagen. Der Film macht sehr deutlich und an sehr guten Bildern deutlich, wie diese Lenkung funktioniert. Die Interviews der alten Herren, die hier aus ihrer Jugend erzählen, glaube ich, finde ich relativ erschütternd, wo sie zeigen, wo sie auch erklären, wie sie gelenkt wurden und als Jugendliche gar nicht verstanden haben, dass sie gelenkt wurden. Sondern das Ganze wurde spielerisch verkauft, das Ganze, das Krieg spielen und Krieg lernen wurde als Zeltlager verkauft, als Spaß und Spiel und Wettkampf im Wald. Und erst im Nachhinein hat man verstanden, dass man hier im Grunde zum Soldaten ausgebildet wird. Und auch die Lenkung durch die Ideologie des Staates, die man natürlich als Jugendlicher so nicht verstanden hat, erkennen die alten Herren hier, die interviewt werden, natürlich im Rückblick sehr gut. Gut, kommen wir zu weiteren Überlegungen zu unserem Roman. Wichtige Motive des Romans, drei wichtige Motive des Romans werden wir uns anschauen. Dabei drängt sich als allererstes die Frage auf, was ist eigentlich ein Motiv in der Literatur, wohlgemerkt. Wer sich Krimis anschaut, kennt den Begriff Motiv natürlich. Ein Motiv im Krimi ist ein Grund, na, das Motiv des Täters war Geldgier oder so. So ist es hier nicht gemeint. Was ist in der Literatur ein Motiv? Haltet mal das Video kurz an, macht euch mal bitte schlau. Wikipedia geht ganz schnell, ihr sitzt ja eh an der Kiste. Schaut mal nach, was ist ein literarisches Motiv? Ja, hier bin ich wieder.
Was habt ihr herausgefunden in der Literatur? Das ist aber auch zum Beispiel auf die Malerei relativ leicht übertragbar. Auch da habt ihr den Begriff des Motivs. Was sind so typische Motive in der Malerei? Zum Beispiel Blumen, ein Stillleben, Blumen und irgendwelche Pflanzen oder Obst oder Ähnliches. Das ist ein typisches Motiv. Was ist ein typisches Motiv, wenn ihr Fotos macht im Urlaub? Meine Familie, Sehenswürdigkeiten, typische Motive. Also Motive, und ähnlich gemeint ist es auch in der Literatur, wie ihr sich herausgefunden habt, ist erstens ein erzählerischer Baustein. Also so wie meine Familie so typischer Baustein von Fotos ist. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, ist die Hälfte meiner Fotos voll mit meiner Familie. Die andere Hälfte ist voll mit Sehenswürdigkeiten, je nachdem, wo ich war. Also es ist so ein typischer Baustein in einer Erzählung. Und ihr seid vermutlich auf diese Definition gestoßen. Es ist eine kleinere stoffliche Einheit, die noch nicht die ganze Handlung, den ganzen Plot, wie man sagt, umfasst, aber bereits ein inhaltliches, situationsmäßiges Element darstellt. Wow! Ja, also zerpflückt mir diesen Satz ein bisschen. Es ist also nicht ein Motiv, ist nur ein Teil einer Erzählung, aber es ist ein sehr wichtiger Teil dieser Erzählung. Ich nehme nochmal das Bild als Analogie. Meine Familie ist ein häufiges Motiv, aber eben nicht allein. Ich laufe jetzt hier nicht rum und mache dauernd Fotos von meiner Familie, sondern es ist nur ein Bestandteil. Ein anderer Bestandteil ist zum Beispiel der Strand. Da habe ich meine Familie am Strand. Da habe ich meine Familie vor Sehenswürdigkeiten. Da habe ich meine Familie im Urlaub. Also ein Bauteil gewissermaßen von typischen Urlaubsfotos ist meine Familie. Aber es kommen auch andere Bauteile dazu. Der Petersdom, die Skyline von New York und so weiter. Hier mache ich das nicht. Ich komme nicht auf die Idee, hier im Schulhof ein Foto von meiner Familie zu machen. Das Motiv allein reicht nicht, sondern ich habe üblicherweise noch irgendwas anderes dabei. So ist es also hier. Motive sind also bestimmte Handlungselemente, die noch nicht die ganze Geschichte, den ganzen Plot umfassen, aber in denen man eben bestimmte wichtige, vom Inhalt her oder der Situation her, wichtige Teile der Handlung wiederfindet. Was sind so typische Motive? Das klingt jetzt alles wahnsinnig theoretisch und ist aber doch relativ einfach. Ihr habt es jetzt bei Wikipedia selber herausgefunden. Typische Motive, die ihr kennt, auch Filme. Ihr kennt viele, viele Filme. Und wer sich Krimis oder Horrorfilme oder Liebesfilme anschaut, der kennt typische Motive von Liebesfilmen, von Horrorfilmen, von Actionfilmen. Was sind so typische Motive von Actionfilmen? Denkt an Die Hard, wer das gesehen hat. Typisches Motiv, ein Held ist auf sich allein gestellt und muss gegen Bösewichter kämpfen. Typisches Motiv für Actionfilme. Typisches Motiv für Horrorfilme. Eine Gruppe von Jugendlichen sind es meistens, stehen irgendwo allein rum im Wald, verlassener Ort, und dann kommt das Grauen, die Zombies oder irgendjemand. Ganz typisches Motiv, in jedem zweiten Horrorfilm habt ihr das. Typisches Motiv in Liebesfilmen. Zwei sind verliebt, aber sie kommen nicht zusammen, weil die Eltern dagegen sind. Romeo und Julia zum Beispiel und 1000 Millionen andere Filme und so weiter. Also das sind so typische Motive. So ein paar Beispiele habe ich hier aufgezählt. Typisches Motiv Doppelgänger. Wie viele Actionfilme, Horrorfilme oder Ähnliches habt ihr schon gesehen, wo so typische Doppelgänger auftauchen? Mal ist es gruselig, mal ist es gewollt. Das Motiv des verstoßenen Sohns. Familien, die sich entzweien und ein Sohn wird verstoßen aus irgendeinem Grund. Und je nachdem, wenn der Film gut endet, kommen sie am Ende wieder zusammen und sie liegen sich im Arm und ihr kennt die Musik schon, die dann dabei läuft. Das Motiv des Serienkillers. Wie viele, wenn ihr sowas mögt, wie viele Action-Thriller oder sonst was habt ihr gesehen, wo so Krimis, wo typischer Serienkiller. Meistens ist der irgendwie verrückt. Mal so. Das Motiv der modernen Frau, die Probleme hat, weil sie
unterdrückt wird und sich selbst verwirklichen will und so weiter. Also ich hoffe, es wird deutlich, was Motive sind. Motive sind so kleine Bausteine, Erzähleinheiten. Das ist noch keine Geschichte, ne, wenn ich sage Motiv des Serienkillers, aber es ist so ein Baustein, um den rum kann ich eine Geschichte konstruieren. Na, wenn ich jetzt sage, setzt euch mal hin, wäre eine lustige Idee, wer Lust hat, macht es mal, ne, und überlegt euch, was könnte ich alles für Geschichten um einen Serienkiller rum konstruieren. Da kann ich ganz publik so die Sachen machen, die ich schon 100.000 Mal gesehen habe. Es gibt immer mehr Morde, die Polizei tappt im Dunkeln, dann erkennt die Polizei, dass die zusammenhängen und sie erkennt so ein gemeinsames Muster und dann sind sie dem Serienkiller auf der Spur und der sitzt dann in einem verlassenen Haus irgendwo im Wald und so weiter. Das habt ihr millionenfach schon gesehen. Ich kann es aber auch mir was ganz Raffiniertes ausdenken. Ne? Jetzt nicht so aus dem Stand, aber ne? Gemeinsam ist das typische gleiche Motiv, nämlich das Motiv des Serienkillers. So. Hier wieder zurück. Wenn ich mir anschaue, welche Motive kommen hier vor, dann ist das eine ganze Menge und wir können uns gar nicht alle anschauen. Drei Motive schauen wir uns an, beziehungsweise haben wir uns angeschaut. Zuerst das Fischmotiv. Die Fische kommen immer wieder vor. Das Zeitalter der Fische. Jetzt könnte man sich hinsetzen, sparen wir es uns die Arbeit, na, und einfach nur anklingen, wo kommen Fische vor? Na, und ihr wisst auch schon, was dieses Fischmotiv zu bedeuten hat. Na? Das wird von Julius Caesar am Anfang ja ganz deutlich gemacht. Diese Jugend sind wie Fische. Sie sind stumm, sie sind unbeweglich, sie sind dumm, denken nicht und so weiter. Sie sind kalt und glitschig, also in einem übertragenen Sinne, kalt, emotionslos und stumm. Zwei Motive, die uns noch begegnen werden oder euch schon mal also weitergelesen habt, begegnet sind, aber die wir noch behandeln werden, ist das Motiv der marschierenden Venus. Dazu dann mehr, da zeige ich jetzt nicht viel, machen wir nächstes Mal. Und das Motiv des römischen Hauptmanns. Mit Rom hat das ja jetzt eigentlich gar nichts zu tun und trotzdem spielt diese Antike immer eine große Rolle. Ne? Die Lehrer, die uns begegnen hier, das sind oft Lateinlehrer, Geschichtslehrer, irgendwas Antikes. Denkt an den Spitznamen dieses Dropout-Lehrers, ne? Julius Caesar. Und der römische Hauptmann spielt eine Rolle. Also warum spielt eigentlich immer diese Antike hier so eine große Rolle? Auch dieses Motiv werden wir uns die nächsten Stunden anschauen. Okay. Fischmotiv, check, haben wir schon. Ab nächsten Mal, 2 Stunden oder so, wenn wir dafür brauchen, werden wir uns dieses Motiv der marschierenden Venus anschauen. Hausaufgabe, ihr lest bitte weiter. Ihr habt jetzt gelesen bis zur Seite 87 und lest bitte weiter hier bis zur Seite, wo habe ich es mir eingemerkt, bis zur Seite 111 bis nächste Woche Dienstag, Montag kriegt ihr, glaube ich, das neue Video bis übers Wochenende. Die sind 30 Seiten, das kriegt jeder hin. Bis Seite 111, da beginnt das Kapitel Zwei Briefe. Viel Spaß damit. Ich wünsche euch schöne Tage und ein schönes Wochenende. Es wird ja hier noch eine Weile dauern, bis wir uns in echt sehen, wie ich gestern in den Nachrichten gehört habe. Was soll man machen? Wir machen das Beste draus. Viel Spaß damit. Schöne Tage, wenn was ist. Rührt euch.